So go all the way from the head towards the tail and then back again along these two lines. And then please bend your knees. Den eigenen Körper spüren, zur Ruhe kommen, mehr Power durch das Zusammenspiel von Körper und Geist. Das ist eine etwas grobe Umschreibung für die ganz spezielle Art von Feldenkrais, wie sie die MBS Academy lehrt. Wir benutzen die Bewegung, um uns besser kennenzulernen und um unsere eigenen Muster zu entdecken und dann zu sehen, was wir von unserem Selbstbild dann vervollständigen können und verbessern können. Wer die eigenen Bewegungen bewusst erforscht, entdeckt, wie man selbst über sich denkt und sich in seiner Umwelt bewegt. Diese neue Erfahrung und das neue Entdecken von Bewegungen nach innen und außen erhöht die Fähigkeit, sich leichter zu bewegen, mit Stress umzugehen und das Leben einfach mehr zu genießen. Die Arbeit von Dr. Feldenkrais hat vielen Menschen geholfen, ihre alten Gewohnheiten hinter sich zu lassen, offener, flexibler und selbstbewusster zu sein, nicht nur in der Bewegung. It's a way of being aware. Es geht um das Bewusstsein, wie deine Bewegungen entstehen und sich verändern. Was passiert zum Beispiel, wenn du den Atem anhältst? Wie verändert sich deine Bewegung? Wir zeigen Unterschiede, die im Kopf entstehen. Und wenn man diese Unterschiede kennt, dann kann man auch anders wählen. And we show them different things. So when they know differences, more differences, they can choose. Geführt werden die Kurse von Liora Gaster und ihrer Mutter Mia Segal, den Gründern der MBS Academy. Mia war die erste Assistentin und Mitarbeiterin des großen Moshe-Feldenkrais und hat die Lehren nach dessen Tod weiterentwickelt. Ihre Tochter Liora lernte die Methode noch als Kind unter Feldenkrais, studierte dann später an der berühmten Stanford University Menschliche Biologie. Sie ist zusammen mit Mia die Mastertrainerin der MBS Academy. Seit Jahren halten die beiden Kurse im kleinen Kurort Bad Tölz in Süddeutschland, der mittlerweile zum Mekka der Feldenkrais-Anhänger geworden ist. Die Veranstaltungen finden hier im Kursaal statt, wo sich Trainer und Teilnehmer der Akademie treffen. Mit dabei ist auch Anna. Die brasilianische Tänzerin ist extra nach Bad Tölz gekommen, um ihren Körper anders zu fühlen und neu zu beherrschen. Es ist wirklich interessant zu sehen, wenn man liegt und dann aufsteht und einen völlig neuen Blick hat, neue Möglichkeiten zu sein, einfach mehr zu sein, als man von sich selbst je geglaubt hat. Aber auch bei vielen Krankheiten des Bewegungsapparates beispielsweise kann das Konzept der MBS Academy helfen. Michael aus Stuttgart gehört ebenfalls zu den Kursteilnehmern. Er leidet unter Morbus Bechterew, einer Krankheit, bei der die Gelenke nach und nach chronisch versteifen. Es hilft natürlich einerseits, zu entspannen und Muskulaturen loszulassen. Andererseits ist es aber auch so, festgefahrene Bewegungsmuster neu zu überdenken und neu zu organisieren. Mit dem Konzept der MBS Academy hat Michael gelernt, seine Muskeln, Bewegungen, körperlichen Möglichkeiten und Grenzen so zu kontrollieren, dass er auch im täglichen Leben weniger Beschwerden hat. Man kann zwar die Krankheit nicht heilen, aber man kann den Leuten zeigen, wie sie sich besser organisieren können innerhalb dieser Krankheit und ihre eigene Lebensqualität nochmals erhöhen können. Dreimal jährlich werden die Kurse derzeit in Bad Tölz angeboten. Mehr Infos zu Feldenkrais, den MBS-Seminaren und allen Terminen gibt's im Internet unter www.mbsacademy.org.